Hallo ihr Lieben, hier ist die Nathalie und hier ist wieder eine Karte für euch, eine neue, und zwar für den 8. Juni 2011. Die Heilengel wollen heute auf jeden Fall mal zu Wort kommen. Aus dem Heilengel-Orakel von der Loreen Virtue. Und die bieten Unterstützung an. Wie man schön unten, hoffe ich, auf der Karte lesen kann. Das ist eine wunderschöne Karte, weil man sieht auf der Karte die Erdkugel. Und drumherum alles, was Rang und Namen hat, in jeglicher Form, Engel, Schamanen, Feen, Menschen, die alles, was man sich so denken kann, was in der geistigen Welt sich so tummelt und uns eben auch unterstützt, aufgestiegene Meister und Elementarwesen, was der Kuckuck, also alles, was ihr euch denken könnt, ist da. Und die wollen euch unbedingt erklären, dass sie da sind, um euch zu unterstützen. Dazu lese ich euch jetzt gleich mal vor, was in dem Buch dazu steht. Gottbedeutung der Karte ist Gott, die Engel und die aufgestiegenen Meister, die dich lieben, schützen und führen, wachen in diesem Moment über dich. Du bist nicht allein und du bist in Sicherheit. Diese Karte versichert dir, dass du Teil einer ehrfurchtgebietenden und mächtigen Gruppe wohlwollender Wesen bist. Sie umgeben, führen, lieben dich ohne Unterlass. Wenn du in Gefahr bist, werden sie durch Warnungen oder rettende Aktionen eingreifen. Wenn du von Angst erfüllt bist, werden sie dich mit der Kraft göttlicher Liebe trösten. Wenn du verwirrt bist, werden sie dir ihre Führung ins Ohr flüstern. Wenn du diese Karte ziehst, bitten dich deine Engel und Führer öfter, mit ihnen zu sprechen. Kommuniziere mental mit ihnen über alles, was dich bewegt, und es wird nicht lange dauern, bis du Beweise ihrer Existenz erhältst. Bald werden die Engel dich damit beauftragen, anderen Menschen zu helfen. Falls du jemals Zweifel an deiner Fähigkeit hast, anderen zu helfen, bitte die Engel um ihre Unterstützung, damit du diese Ängste loslassen kannst. Also eine wunderschöne Karte. Wenn ich mich da einfühle in die Karte, dann ist es jetzt einfach wichtig, auch zu sehen, wo die eigenen Fähigkeiten liegen. Das ist immer, im Prinzip neigen wir dazu, immer bei anderen zu sehen, was die so alles können und drauf haben und wo die Spaß haben dran und so weiter und so fort. Aber es ist jetzt mal wichtig, sich selber ein bisschen genauer abzuklopfen und zu sehen, wohin drängt es mich denn? Wie könnte ich denn einfach meine Fähigkeiten in den Dienst der Menschheit stellen in irgendeiner Form? Habe ich irgendwelche Hobbys, die mir ganz besonders Spaß machen? Habe ich irgendwelche Ideen oder Eingebungen, die immer mal wiederkommen, die letztendlich ich vielleicht auch irgendwann zu früheren Zeiten mal abgelegt habe oder ja gar ignoriert habe in irgendeiner Form, die mir aber wirklich Spaß machen würden? Es ist jetzt wichtig, wirklich in sich selber ganz genau reinzugucken und zu schauen, wo liegen denn einfach die Dinge, die mir so richtig am Herzen liegen und Spaß machen. Und die ich machen würde, wenn ich nicht einen Berg fremder Erwartungen über mir drüber liegen hätte, sondern wenn ich einfach Zeit hätte, wenn ich keine Verpflichtungen hätte in irgendeiner Form, Dinge, die ich dann einfach wirklich tun würde. Und ihr sollt Stück für Stück näher an euch rankommen und näher an eure wirklichen Bedürfnisse und wirklichen Fähigkeiten und, Herzenswünsche rankommen. Dazu guckt einfach, wie gesagt, was euch einfach nur so Spaß macht. Wenn ihr nicht draufkommt oder wenn ihr irgendwie den Eindruck habt, naja, das kann es ja wohl nicht sein, das wäre ja Luxus, wenn ich mir das gönnen würde plötzlich, was weiß ich, beispielsweise ich fange das Malen an oder ich tanze jetzt besonders gerne oder ich habe irgendwie den Eindruck, ich habe jetzt plötzlich Lust, anderen Leuten zu helfen in irgendeiner Form, weil ich merke, ich möchte, was weiß ich, vielleicht mit meinen Händen arbeiten, möchte irgendwie Heilarbeit machen oder in Heilarbeit in irgendeiner anderen Art und Weise oder irgendeiner anderen Form. Komm da auf irgendwelche Dinge im Internet oder durch irgendjemanden zu einem Thema, das mich einfach neuerdings interessiert oder das mich immer mal wieder schon interessiert hat. Bitte geht da ran. Geht da wirklich so weit ran, dass ihr sagt, Mensch, ich erkundige mich mal, ich schaue mir das mal an.
Ich lasse mir das wirklich mal durch Kopf und vor allem Bauch und Herz gehen, ob das was für mich wäre. Traut euch einfach. Es ist wirklich wichtig, dass wir jetzt mal ein bisschen Revue passieren lassen. Was habe ich denn bisher gemacht? Ist das was, was mich absolut erfüllt? Oder gibt es da Dinge, die ich habe eben liegen lassen? Ich kann es nur oft genug sagen. Bitte, bitte guckt. Und ihr kriegt hier, ihr seht hier wirklich ja nur einen ganz kleinen Ausschnitt an wunderbaren Wesen, die euch dabei unterstützen wollen und die unglaubliche Freude dabei haben, wenn ihr wirklich euren Weg geht und eure Bestimmung findet, die euch dann auch wirklich erfüllt, letzten Endes. Und sie wollen euch einfach nur wissen lassen, geht mehr in Kommunikation mit ihnen, sagt mehr, was euch bedrückt, was euch beschäftigt, was ihr wissen wollt, wenn ihr ratlos seid oder euch hilflos fühlt in irgendeiner Form, bitte fragt um Hilfe, fragt um Rat und ihr kriegt Zeichen geschickt ohne Ende, wenn ihr wach seid. Ihr seht, das ist überdeutlich. Wir hatten jetzt die Karte Hellhören zum Beispiel. Ihr kriegt Stück für Stück Hinweise, wie ihr an sämtliche Hinweise kommt dann auch und sie reden deutlich. Wenn ihr das hören wollt, reden sie wirklich deutlich und Klartext. Und ihr kriegt es über Träume, über Zeichen, über Visuelles, Auditives. Alle möglichen Kanäle werden da ausgepackt und angegangen, dass ihr an euer Ziel kommt und dass ihr wisst, wohin gehe ich denn jetzt als nächstes. Ihr müsst lediglich um Hilfe bitten und fragen. Und sie sind da. Eben, das wollen sie ganz, ganz klar heute nochmal euch nahelegen. Nutzt das aus und fragt und bittet, sperrt eure Ohren, Augen und sonstige Sinne auf, die ihr habt. Und ihr werdet sehen, es geht gleich wieder weiter im Text. Und ihr werdet euch sehr, sehr, sehr freuen. Und ihr seid wirklich in Sicherheit, sie sind alle da. Grundsätzlich, also ihr seid nie alleine. Das soll ich euch nochmal sagen. Und damit entlasse ich euch jetzt in den Mittwoch, wünsche euch natürlich einen wunderschönen Mittwoch und dann freue ich mich wie immer auf euch. Bis morgen. Tschüss.